Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal und heute geht es darum, Problemverhalten abzustellen. Ja, warum das eigentlich schon das Problem ist, wenn man denkt, dass man das Problemverhalten abstellen muss. Und da nehme ich euch ganz gerne mit heute ins Hundeparadies, weil wir heute hier sind und dann schauen wir uns mal ganz kurz ein paar Hunde an und dann erkläre ich euch, warum das eigentlich ein falscher Gedanke ist. Also, kommt erstmal mit, wir gehen erstmal zu den Hunden. So, wir gehen jetzt nämlich in den Schwimmbereich, da wo die Hunde gerade ein bisschen Spaß haben. So, wir sind jetzt hier so ein bisschen bei den Hunden und oft ist es ja so, dass Menschen zu uns kommen und halt immer wieder sagen, ah Steve, mein Hund zeigt das und das Problem, wie kann ich das jetzt abstellen? Meistens beginnt der Fehler eigentlich schon, wenn man sich für Hunderassen entscheidet, wie zum Beispiel so ein lustiger Beagle oder ein Husky oder man hat einen jagdlich ambitionierten Hund, so wie den guten hier. Ja? Was ist los mit dir? Hast du dich erschrocken? Ja, unser schöner kleiner Mann hier. Oder man versteht generell nicht, wenn man einen Rüden hat, der intakt ist während der Pubertätsphase. Da fängt es nämlich eigentlich meistens immer an, dass die Leute ein Problem sehen. Beispiel schlechter Rückruf, Leinenpöbelei, Besuch anspringen, jagen gehen, nicht hören. Und da fängt es eigentlich an, dass viele am Ende ihre Hunde jetzt grundsätzlich nicht verstehen und nur einen Tipp brauchen, um dieses Problem abzustellen. Unser Ansatz hier, und damit gehen wir auch ganz klar raus in die Öffentlichkeit, ist eben nicht einfach nur einen Deckel da oben drauf zu packen und einfach nur zu sagen, ja, pass auf, ich zeig dir jetzt, wie das geht mit einer Wasserflasche, mit einer Rütteldose, mit einer Kette, mit Korrekturen, mit Leinenrucks und was weiß ich nicht, alles das Verhalten abzustellen, sondern ich will eigentlich, dass eher darüber nachgedacht wird, warum ist das Verhalten so? Warum zeigt er das? Und wie kann man das jetzt grundsätzlich erstmal verstehen und das Leben anders gestalten? Das Problem ist nämlich, wenn Max, komm mal her, das Problem ist nämlich, hast du gut gemacht, wenn man so einen guten Husky-Master hier nicht grundsätzlich versteht, dann hat man halt irgendwann paar Probleme. Und da geht es nicht darum, wie stelle ich das Problem ab, sondern vielleicht sollte ich erstmal generell den guten Mann hier verstehen. Was braucht er denn? Wie sollte der denn leben? Was braucht er für Rahmenbedingungen, damit er sich damit er sich mir auch anschließt, damit er auch zuhört, ja? Und da geht es nicht darum, ey, der zieht an der Leine, jetzt muss ich den ein paar verbraten, ja? Soll ich dir ein paar verbraten oder was? Hä? Soll ich dir ein paar verbraten? Ja? Und das mal gut jetzt. Und das muss man jetzt grundsätzlich erstmal verstehen. Und weg ist er. Ein Knallkopf. Und das muss man jetzt erstmal grundsätzlich verstehen, weil was nützt es, wenn ich nur den Deckel drauf packe, das fliegt ja so irgendwo anders um die Ohren. Und ich glaube, das merken ja auch ganz, ganz, ganz viele Menschen. Das heißt, ich muss lernen, erstmal zu wissen, was habe ich für einen Hund, was sind denn seine Grundbedürfnisse. Ein Jagdhund ist es natürlich irgendwo, jagdliches Verhalten auch mal auszuüben. Also ist meine Aufgabe als Mensch, den Hund jetzt zu verstehen. Okay, ich habe mich für einen Beagle entschieden. Melvin, komm mal her. Komm mal her, wir holen dich mal in die Kamera. So, hier ist der gute Melvin. Melvin ist ein Jagdhund, ja, der gerne in der Meute lebt. Und der nutzt natürlich den ganzen Tag auch seine Nase. Das muss ich verstehen. Also arbeite ich erstmal grundsätzlich am Fundament und Gestell und erstelle so einen Alltag, ja, dass ich nicht zum Beispiel permanent durch den Wald jetzt erstmal renne, wo Wild lang rennt. Das ist albern, wenn man das macht und sich dann wundert. Das ist genauso, wenn mein Hund in der Pubertät ist, eine absolute Reizüberflutung permanent stattfindet und ich permanent mit denen in die Stadt laufe und da trainieren will. Das ist egoistisch und meiner Meinung nach auch irgendwo dumm. Dumm aber erst, wenn man es weiß und es trotzdem tut. Und das passiert ganz, ganz viel da draußen. Ja? Sie wollen partout das Verhalten abstellen, aber gar nicht sich Gedanken darüber machen, geht das überhaupt oder geht das nicht? Wir hatten zum Beispiel auch eine Familie,
Letzte Woche waren die hier bei uns. Die haben einen Hund übernommen, der schon 5 Jahre war. Und von der Vorgeschichte weiß man nicht wirklich etwas. Und sie haben partout versucht, dass dieser Hund genauso wird wie ihr Vorgängerhund. Und sie waren in so einer Frustrationsspirale. Das Problem war, immer bei neuen Wegen, also neue Orte, war der Hund sehr, sehr doll aufgeregt. So. Und natürlich überprüft man generell erstmal die ganze Beziehungsqualität. Man überprüft erstmal generell, wie sieht es überhaupt im Alltag aus? Gibt es da Strukturen? Gibt es genug Ruhephasen? Gibt es genug dies und das und das? Also alles, was auf dieser ganz normalen Trainingsebene stattfindet, was wir auch hier unseren Coaches beibringen. Dann wird übers Futter geguckt, dann wird natürlich auch über die Gesundheit geguckt, gibt es Schmerzen, passt das mit dem Blutbild und so weiter alles. Und irgendwann muss man einfach auch mal checken, dass es vielleicht daran liegt, dass in der wichtigen Lebensphase, so vom 1. bis zum 3. Jahr, wo ganz, ganz viel im Gehirn passiert, wo das Nervensystem gebastelt wird, wo der Hormonhaushalt, einfach wo die Genetik, das Nervensystem, da ist und dann durch die Umweltreize gefüttert wird, was nachher da das Ergebnis ist. Und es gibt ganz einfach Sachen, die gehen ganz einfach nicht. Du kannst nicht komplett alles erreichen, was du willst. Das ist egoistisch und das funktioniert nicht. Und das ist meine Aufgabe, das euch da draußen auch immer mehr klarer zu machen, dass es Grenzen hat. Es gibt kein Resozialisieren im klassischen Sinne. Ich lösche Verhalten. Nein, ich kann nur das Leben für den Hund so gestalten, dass es harmonisch wird. Sicherlich kann man ganz viel erreichen und ändern. Hallo mein Großer. Man kann schon viel schaffen, ja, aber ein Stück weit muss man noch einfach erstmal lernen, hündisch zu lernen, wie ich das schon öfters gesagt habe. Ihr könnt auch mal hier oben in der Infokarte gucken, da ist noch ein Video drin, Reizüberflutung, was ich schon erzählt habe, oder ganz einfach, ja, wir haben so viele Videos mittlerweile schon, aber es hört nicht auf und wir werden immer weiter wie eine Windmühle erklären, dass man den Hund an sich verstehen muss, dass man das verstehen muss, wie die lernen, wie das Gehirn funktioniert. Und deswegen lade ich dich da ganz einfach zu ein, akzeptiere erstmal gewisse Verhaltensweisen deines Hundes und fang an zu lernen, warum das eigentlich passiert und nicht, wie du es abstellst, sondern warum passiert das. Und ich lade dich dazu ein, das hier bei uns natürlich zu lernen, damit wir dich dann Woche für Woche, Monat für Monat wirklich dahin bringen, dass dein Alltag wieder richtig Spaß macht. Und jetzt kannst du auf www.hundetrainer-stevekeier.de gehen oder auf www.steve-keier.de und dann bewirbst du dich hier und jemand aus meinem Team wird dich kontaktieren. Leno, ich sehe das. Leno nervt gerade die Kamera, komm mal her. Und wir helfen dir dann ganz einfach. Okay, wenn du Bock darauf hast, wie gesagt, freuen wir uns auch, wenn du einfach mal ein Like da lässt, einen Kommentar, nicht ans Mikro, einen Kommentar da lässt und wir sehen uns einfach. Bis später. Oh, mit Kacke drin.